Er wachte morgens wie gerädert auf, fühlte sich nicht fit, aber wusste nicht warum. So ging es Markus Steitz sehr lange. Meine Beschwerden, die fingen schon vor einigen Jahren an. Ich hatte Nackenschmerzen, starke Kieferschmerzen und gelegentlich auch Kopfschmerzen. Die Ursache für die Beschwerden fand sein Zahnarzt heraus. Er stellte fest, dass Markus Steitz mit den Zähnen knirscht. Die Zahnsubstanz war durch das jahrelange Malmen bereits erheblich zurückgegangen. Eine normale Aufbissschiene konnte seine Beschwerden nicht lindern. Es sind Schäden da im Gebiss und ich möchte jetzt schauen nach der ursprünglichen Gelenkbeinneigung, das heißt, wie die Gelenke gestanden haben, um die entlasten zu können. Das muss sehr exakt sein, weil im Kieferbereich sind sehr kleine Werte, die große Wirkungen haben können. Während eine Aufbissschiene nur verhindert, dass die Zähne weiter abgenutzt werden, soll die sogenannte Distraktionsschiene auch die weiteren Beschwerden, die durch das Knirschen kommen können, wie etwa Kopf-, Nacken- oder Rückenschmerzen, lindern. Um die therapeutische Schiene anzufertigen, wird neben eines Gebissabdruckes auch der Kiefer ausgemessen, bis auf den Zehntel Millimeter genau. Wir können damit die Bewegungsabläufe des Kiefergelenks darstellen. Das heißt, ich kann dem Techniker vor der Untersuchung die Daten geben, wie er eine solche Schiene programmieren muss. Wir können auch sehen, welche Fehlfunktionen oder welche Fehlabläufe im Kiefergelenk vorhanden sind. Mit den genauen Daten des Patienten wird die Schiene angefertigt. Sie soll die ursprüngliche Position des Bisses wiederherstellen. Das ist immer ein Zusammenspiel zwischen dem Kiefergelenk, dem Biss und der Muskulatur. Und wenn ich den Biss wieder in Ordnung bringe, komme ich auch mit einer besseren Stellung der Kiefergelenke oder komme ich wieder zu einer verbesserten Stellung der Kiefergelenke und gehe so gegen die Schmerzen vor. Bei Markus Steitz hat die Therapie mit der Schiene Erfolg. Mir geht's sehr gut. Mit der neuen Schiene ist es fantastisch. Für mich reicht es aus, wenn ich sie nachts trage und bin absolut beschwerdefrei geworden. Und damit das so bleibt, wird er auch weiterhin regelmäßig zur Kontrolle zu seinem Zahnarzt gehen.